Letztens hat mir jemand von euch per Mail eine sehr geniale Frage zukommen lassen. Und die Frage war wirklich gut, weil sie einen direkt zurück in die Zeit der alten Top Gear-Folgen gebeamt hat. Es geht da nämlich um eine sehr spezielle Boeing 747. Ist klar erkennbar, dass es sich hierbei um eine 747 handelt, aber die sieht ein bisschen anders aus als andere Jumbos. Was sind das für Triebwerke? Wo steht das Flugzeug und warum steht das da? Und das schauen wir uns heute mal ganz genau an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Ihr wisst ja selbst, wie das ist, wenn man ein selbsternannter Profi in der zivilen Luftfahrt ist und der Meinung ist, man kennt sich richtig gut mit Flugzeugen aus und es gibt nichts, was man noch nicht gesehen hat und man eigentlich schon so weit ist, dass man beim Start eines Flugzeuges die Temperatur des Kerosins in den Tanks riechen kann. Und was mich in den letzten Tagen ein bisschen gewundert hat, lieber unter einem sehr interessanten, sehenswerten Video einer British Airways Maschine, darunter mit Minimum 40 anderen selbsternannten Profis darüber diskutiert, ob das jetzt ein A350-941 oder eine 787-8 oder -9 ist, dann kann einen wirklich nichts mehr schocken. Dann kennt man sich richtig gut aus und weiß, was Phase ist. Und dann guckt man sich eine alte Top Gear-Folge an und ist trotzdem geschockt, weil man einfach nicht zusammenbekommt, was da hinten im Hintergrund für ein Flugzeug steht. Klar, ist eine 747, aber die sieht irgendwie anders aus als andere. Nicht falsch verstehen, ist natürlich alles nur Spaß, aber es gibt selbstverständlich gute Gründe dafür, warum diese Boeing 747 im Hintergrund bei den Top Gear Folgen ein bisschen anders aussieht als andere 747. Und um das jetzt genau rausfinden zu können und die Geschichte des Flugzeugs zu erfahren, muss man erstmal wissen, wo sich die Top Gear Teststrecke überhaupt befindet. Und das ist nicht sonderlich schwer herauszufinden, denn allein das Wetter deutet schon darauf hin, dass die Top Gear Teststrecke genauso wie die eigentlichen Folgen von Top Gear, dass das in Großbritannien zu Hause ist. Und dass das Ganze auf einem nicht mehr wirklich aktiven Flugplatz stattfindet, das dürfte auch offensichtlich sein. Also gedreht wurden die meisten Top Gear Folgen auf dem Dunsfold Aerodrome in der Grafschaft Surrey. Das ist ein Flugplatz, der im Zweiten Weltkrieg von der kanadischen Armee errichtet wurde, als Royal Canadian Air Force Station Dunsfold. Nach dem Krieg nutzte der britische Flugzeughersteller Hawker Siddeley bzw. der Nachfolger davon British Aerospace den Flugplatz und testete dort einige seiner Maschinen. Im Jahr 2002 wurde der ganze Kram dann von British Aerospace bzw. dann BAE Systems an einen neuen Besitzer verkauft. Der machte daraus den Dunsfold Park und im gleichen Jahr kam Top Gear um die Ecke und nutzte von nun an einen alten Hangar des Flughafens, um dort die Folgen zu drehen bzw. einen Teil der alten Runway und ein paar alte Taxiways für ihre Teststrecke. Mittlerweile sollen auf diesem Gelände Stück für Stück immer weiter neue Wohnungen gebaut werden und der Flughafen wird dann Stück für Stück zurückgebaut bzw. immer weiter abgerissen, aber das ist jetzt natürlich nicht so wichtig. Diese spezielle Boeing 747, die war allerdings nicht von Anfang an im Hintergrund bei den Top Gear Folgen, die kam erst wenig später dazu. Aber wenn es jetzt darum geht, dieses Flugzeug zu identifizieren und ein bisschen was über die Geschichte herauszufinden, dann gucken wir uns das Ding erstmal genauer an und finden heraus, klar, ist eine Boeing 747, hat das kurze Oberdeck, ist also keine 747-400 oder neuer, sondern eine Boeing 747-200 und dann schauen wir uns mal die Registrierung an. Da steht November 888-902. Ja, also USA. Und wenn wir jetzt nach dieser Registrierung suchen im Internet, finden wir recht schnell den Film Hero aus dem Jahr 1992. Und in diesem Film geht es unter anderem um ein abgestürztes Flugzeug. Es handelt sich dabei um eine Boeing 727 und die trägt genau diese Registrierung. Allerdings nur im Film. Es handelt sich dabei nämlich um eine in Hollywood erfundene Registrierung, die so nirgendwo draußen unterwegs ist. Das deutet schon mal darauf hin, wofür man die 747 auch heute nutzt. Früher trug diese Boeing 747 allerdings die Registrierung Golf Bravo Delta X-Ray Juliet, also eine britische Registrierung. Die Maschine ist eine Boeing 747-200 aus dem Jahr 1979, wurde dort von Boeing gebaut, ist die 440. Boeing 747, die überhaupt bei Boeing gebaut wurde und wurde dann im Jahr 1980 an ihren Kunden British Airways ausgeliefert. Dort trug sie dann den Namen City of Birmingham und war 22 Jahre bei British Airways im Dienst, machte dort drei verschiedene British Airways Lackierungen mit und wurde dann im Jahr 2002 aus der Flotte genommen. Die Maschine wurde daraufhin an die Fluggesellschaft European Air Charter verkauft, der Laden machte allerdings im Jahr 2004 dicht, dann flog das Flugzeug nochmal 6 Monate bei Air Atlanta Europe, bevor sie dann 2005 endgültig in Dunsfold abgestellt wurde. Dann wurde die Maschine im Jahr 2005 gekauft von dem Unternehmen Aces High Limited. Klingt ziemlich interessant, ist glaube ich auch ziemlich interessant, ist nämlich ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, Flugzeuge und Hubschrauber für Filme vorzubereiten. Dabei ist diese spezielle 747 wohl mit das größte Projekt des Unternehmens, gehört heutzutage übrigens auch immer noch der Firma und kann jederzeit angemietet werden. Für Filme, Musikvideos oder irgendwelche Werbung oder was auch immer. Man kann das Flugzeug einfach über deren Internetseite quasi buchen und dann dort seine Filme drehen, aber dazu dann gleich nochmal mehr. Als die Maschine im Jahr 2005 dann ein neues Spielzeug für
für Aces High Limited wurde und dort am Flughafen in Dunsfold abgestellt wurde, wurde die Maschine dann gleichzeitig vorbereitet für ihre wahrscheinlich größte Rolle bis jetzt. Das Flugzeug wurde nämlich tatsächlich ein extrem wichtiger Teil im Film James Bond Casino Royale. Kennen die meisten von euch bestimmt, ist auch schon wieder eine ganze Weile her, ich glaube 12 oder 13 Jahre, dass der Film rausgekommen ist. Aber tatsächlich taucht das Flugzeug da drin auf, allerdings nicht als Boeing 747, sondern als erfundenes neues Flugzeug Skyfleet S-570. Ein neues, riesiges Flugzeug, was von Terroristen im Film zerstört werden soll, weil der Bösewicht in dem James-Bond-Film da mit viel Geld darauf spekuliert hat, dass die Skyfleet-Aktien fallen werden. James Bond verhindert das, selbstverständlich, mal wieder im Alleingang, wie sollte es auch anders sein? Und die Szene scheint im Film auch wirklich wichtig zu sein, dauert dort knapp 8 Minuten und spielt am Flughafen in Miami. Man sieht dann mal einen echten A340-600 von Virgin Atlantic, 737 ist mit dabei, 747 ist mit dabei, also ganz normaler Flughafen, ganz normaler Betrieb in Miami. Aber der wirklich interessante Teil mit der Skyfleet S-570, das sieht da zwar aus wie in Miami, wurde aber gedreht am Dunsfold Aerodrome in England. Am Anfang, als das neue Flugzeug dem Zuschauer dann vorgestellt wird, beziehungsweise dann die neue Maschine aus dem Hangar gerollt wird, kann man ganz klar erkennen, dass es sich dabei nicht um die Dunsfold 747 handelt, sondern hier wurde einfach ein Modell im Film benutzt und die Menschen, die drumherum stehen, das ist natürlich alles nicht in Originalgröße, sondern die Menschen sind so Miniaturen, kann man auch daran erkennen, dass es bestimmte Menschengruppen in der Szene häufiger gibt und das alles, was dann irgendwie die Szene realistisch wirken lassen könnte, hat man am Computer gemacht. Aber wenig später, nachdem James Bond die Situation da aufgeklärt hat, da spielt sich die Handlung ab mit der S-570 im Hintergrund. Und das, was man da jetzt sieht, das ist tatsächlich die 747 aus Dunsfold. Damit der Flieger dann aber auch wirklich so aussieht wie die S-570, hat man ordentlichen Aufwand betrieben und an den inneren Triebwerksaufhängungen der alten 747-200 neue Motoren installiert. Denn wenn so ein großes Passagierflugzeug irgendwo nach seiner aktiven Zeit dann mal abgestellt wird, dann meist ohne Triebwerke, die montiert man vorher ab. Und so hat Aces High Limited das Flugzeug auch übernommen, das heißt für den Film, weil Flugzeug ohne Triebwerke geht ja natürlich nicht, da mussten einfach neue dran. Und da hat man sich inspirieren lassen, weil das Flugzeug muss sich ja von einer normalen 747 unterscheiden lassen, es handelt sich ja hier um die Skyfleet S-570, da hat man sich inspirieren lassen vom B-52-Bomber von Boeing. Kennt jeder, sehr beeindruckender 8-strahliger Langstreckenbomber von Boeing und der hat seine Triebwerke immer in so Paaren unter den Tragflächen angeordnet. Dabei handelt es sich um nochmal ältere J57-Motoren von Pratt & Whitney und das sind Triebwerke, die damals einen für heute wirklich lächerlichen maximalen Schub von knapp 40 kN erzeugt haben. Das ist etwa ein Drittel des maximalen Schubs eines CFM56-Triebwerkes, so wie es unterm A320 hängt und etwa ein 1/13 von dem maximalen Schub eines GE90-Triebwerkes. Aber gut, dafür waren es ja damals 8 und mit Wassereinspritzung, haben wir im letzten Video schon drüber gesprochen, ging dann kurzzeitig für den Start auch mal 60 kN. Und damit können wir dann auch direkt mal die Nerdfrage schlechthin beantworten. Eine Boeing 747-200 würde mit diesen Motoren zumindest in der Konstellation, wie es da jetzt an dieser in Dunsfold stehenden 747 installiert ist, auf gar keinen Fall fliegen. Das Flugzeug kann damit nicht abheben, denn die 160 kN maximalen Schub, die jetzt diese 4 Triebwerke da liefern könnten, wenn es echte Triebwerke wären, das sind nämlich Fake-Triebwerke, die sehen einfach nur gut aus, das funktioniert einfach nicht, denn schon ein einzelnes Triebwerk einer Boeing 747-200 musste damals deutlich über 200 kN maximalen Schub liefern können. Ist genauso unnütz an diesem Flugzeug wie die Treibstofftanks, die man da an den äußeren Triebwerksaufhängungen installiert hat. Aber auch da hat man sich bei dem James-Bond-Film ganz einfach von frühen Bombern inspirieren lassen. Jetzt ist aber noch ganz wichtig, für das Äußere des Flugzeuges ist zwar die Umrüstung für den James-Bond-Film verantwortlich, also für den Casino Royale-Film, der hat dafür gesorgt, dass das Flugzeug heute so aussieht, wie es aussieht, aber ich habe ja eben schon angedeutet, dass die Firma Aces High Limited den Flieger immer noch an irgendwelche Leute vermietet, die dort Filme drehen möchten oder Musikvideos oder was auch immer und damit das flexibel einsetzbar ist und auch für verschiedene Arten von Filmen funktioniert, gibt es in dem Flugzeug eine alte First Class, eine alte Business Class, eine alte Economy Class und in einem anderen Abteil des Flugzeuges auch eine neue Economy Class mit entsprechendem In-Flight Entertainment, das auch funktionieren kann und sogar einem Moodlight-System, was es nicht alles gibt, oder? Und auch das Cockpit sieht alt- und originalgetreu aus, man kann es aber auch für moderne Filme modern und etwas weniger richtig aussehen lassen.
Da hätte man sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber gut, hilft ja alles nichts. Und das war dann tatsächlich auch schon alles an Informationen, die ich zu diesem Flugzeug und zu der Geschichte des speziellen Flugzeuges herausfinden konnte. Ich glaube, es war aber auch eine ganze Menge an unnützem, aber hoffentlich interessantem Wissen. Und falls ihr mal dieses Flugzeug mieten wollt, weil ihr dort einen Film drehen wollt oder was auch immer, dann wisst ihr ja, wo ihr euch jetzt melden müsst. Und ja, ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.